Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück in der Kochakademie. Gregor und ich freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und wie gewohnt dürft ihr was Leckeres erwarten. Und was genau, das sagt euch der Gregor jetzt. Ja, wir machen heute einen Zander im Kartoffelmantel, aufgebratenen Pilzen mit einer Weißweinschaumsoße. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Dann würde ich sagen, wir starten mal. Der erste Schritt heute Abend ist genau was? Wir fangen mit dem Zanderfilet an. Wir filetieren das bzw. schneiden es von der Haut und schneiden die Gräten runter. Fängt man hinten am Schwanzsegment an und schneidet dann auf der Haut das Filet runter. Das ist ja oft so das Argument vieler, die dann sagen, sie kaufen lieber ein komplettes Filet ohne Haut schon. Was kannst du den Kochfans sagen? Ist es schwierig und was? Also Haut runterschneiden, das ist ein bisschen Übung, ja. Aber im Grundsatz ist das jetzt kein Hexenwerk und wenn man Filet hat, dann ist es schon okay. Und wenn man es einmal kann, dann kann man es bei allen Fischen, kann man das so sagen? Ja, also zumindest bei allen Rundfischen, die sind alle gleich aufgebaut, sodass es dann auch gut passt. Was ist der Zander genau für ein Fisch? Und wo sind, ist er... Also der ist ein Süßwasserfisch, ist besonders lecker, weil er ein schönes, weißes, festes Fleisch hat. In unseren Breiten, den meisten, den wir auf dem Markt haben, kommt dann aus Osteuropa. Wo kaufe ich am besten den Zander? Auch gerne gefroren, oder? Ich weiß, was jetzt kommt, natürlich, liebe Freunde. Ihr wisst, was der Gregor jetzt gleich am liebsten beim Fisch. Ja, natürlich. Wenn wir wieder aufmachen. Ja, genau. Aber natürlich auch gefrorene Ware ist möglich. Die wird ja frisch gefangen und direkt eingefroren und somit hat man ein tolles Produkt. Okay. Die Portionen, die wir heute kochen, sind reichen für wie viele Personen? Wie viel hast du vorbereitet? Ja, also das ist jetzt so für 3-4 Portionen. Okay. Am Schwanz kann man das dann so leicht einschlagen und dann hat man im Endeffekt ein gleich dickes Filet zu dem Teil, wo dann der Rücken mit dran ist. Und hier beim Rücken, da kann man auch nochmal den Bauchlappen leicht einschneiden und umklappen und dann hat man da auch wieder ein gleich großes Stück. Dass man am Ende die gleiche Garstufe im Grunde hat. Genau. Das kennen viele von euch sicher auch schon mal vom Schweinefilet oder Rinderfilet, wo man dann die flachen Enden leicht einschneidet und umklappt, das ist der gleiche Effekt, den wir hier auch beim Fisch haben. Genau. Ja. So, und dann knetet man das ein bisschen, damit wie beim Krautsalat im Endeffekt die Flüssigkeit rauskommt. Also das bewirkt jetzt das Salz im Grunde? Genau. Damit wir unseren Fisch schön einpacken können. Wie lange dauert das jetzt, der Prozess ungefähr? Was muss man einplanen? Ich sag mal 10 Minuten, Viertelstunde und dann kann man das gut vorbereiten. Schön. So, lieber Gregor, wir kommen zum nächsten Arbeitsgang und dazu brauchen wir eine ganz besondere Zutat, die nicht nur in den Koch kommt, heute auch ins Gericht. Was haben wir für einen Wein? Vielleicht sagst du kurz. Müller-Thurgau vom Weingut Höfler. Hier direkt um die Ecke. Ist optimal zu dem Zander. Wir machen eine Weißweinsoße, also machen wir eine Reduktion vom Weißwein. Das heißt, wir haben Zwiebeln im Topf, Weißwein, Lorbeer, Nelken und Pfefferkörner. Reduzieren das fast trocken. Hier haben wir unseren Lorbeer. Die Auswahl des Weines ist in dem Fall klar, die ist gesetzt, aber kann ich einen Weißwein nehmen, den ich daheim habe? Muss ich auf besondere Geschmacksrichtungen achten? Ja. Oder ist es also man kann eine Grauburgunder oder einen Riesling dazu nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Gut. So Gregor, die Weißweinsoße ist schön am Köcheln, schon etwas einreduziert. Es duftet hier fantastisch, so ein Mix aus Zwiebel und Weißwein. Oh. Genau. So, was kommt da jetzt dazu? Jetzt geben wir Sahne dazu und reduzieren das dann auch noch mal ein bisschen ein. Das heißt, auch jetzt die Sahne wird mit kochen? Ja, mit kochen. Weil man immer sagt, Sahne soll man nicht kochen lassen, aber in dem Fall ist doch, das egal, dann muss doch. Das sogar sein. Sahne unbedingt kochen. Gut, gut. Ganzer Becher Sahne drin.
ein zweiter oder ein halber kommt noch dazu, also so circa anderthalb Becher Sahne. Ja. So, wie viele Zwiebeln sind drin ungefähr? Ja, eine halbe Zwiebel, zwei, drei Lorbeerblätter vom frischen Baum habe ich die und vier Nelken und eine Prise Pfefferkörner. Mhm. Ja, eine leckere Beilage gibt es heute dazu. Du hast es vorhin eingangs gesagt, es gibt leckere gebratene Pilze und du hast heute zwei Varianten von Pilzen ausgesucht und mitgebracht. Gregor, was gibt es dazu? Genau, also Champignons kriegt man eigentlich ja das ganze Jahr über. Das ist immer schön fest vom Fleisch her und ein sehr schöner Pilz. Und im Winter gibt es den Austernpilz, das ist im Endeffekt ein Baumpilz. Der auch sehr lecker ist und gerade im Winter seine Saison hat. Da habe ich den Stiel abgeschnitten und den so ein bisschen auseinandergezupft und den braten wir jetzt in neutralen Öl an. In dem Fall haben wir ein Rapsöl. Das kennen die meisten von mir schon. Heißes Öl anbraten und zum Schluss ein Stich Butter dabei und dann schmeckt es richtig klasse. Das kennen wir. Wie gesagt, die Pfanne muss richtig heiß sein. Die Pilze sind ungewürzt, die kommen so frisch geschnitten, genau, ohne jegliche Zutat, in das heiße Fett rein. Genau. Und wenn die gebraten sind, dann werden sie erst gewürzt. Wir geben dann noch ein paar Zwiebelwürfel dazu und ein bisschen Knoblauch. Den braten wir nur mit. Die Pfanne ist heiß, Pilze sind geschnitten. Genau. Wie viel von der Menge ungefähr? Was kann man einplanen? Ja. Wir tun da jetzt schon reichlich, ne, weil die Pilze gehen ganz schön zusammen. Ja. Also es ist auch Geschmackssache und je nach Vorliebe, wie jeder mag, kann man sich die Anzahl oder die Menge der Pilze selbst definieren zum Gericht. Wie gesagt, es ist eine tolle Beilage zum heutigen Gericht. Man kann das auch saisonal variieren, was es gerade für Pilze auf dem Markt gibt. Wichtig ist, dass die Pilze braten. Das heißt, ich darf nicht zu viel in die Pfanne geben. Und die Temperatur muss ständig hoch sein, damit der Pilz brät, wenn er anfängt zu kochen. Dann wird er fluffig und genau, weich. Ja. So, dann tun wir eine Knoblauchzehe dazu. Die nehmen wir nachher wieder raus. Dann haben wir das Aroma vom Knoblauch, aber nicht so intensiv. Ja. Geben wir hier unsere Austernpilze noch dazu. So, und wie versprochen, ein Stich Butter dazu. Jawohl. So, die Butter bewirkt jetzt was? Es bringt ein bisschen Farbe rein, es bringt Geschmack rein. Genau, das ist das Wesentliche, dass Geschmack reinkommt. Noch ein bisschen frischen Thymian aus dem Garten. Und es riecht schon richtig toll, ne? Also so buttrig. Es sieht, wie die Pilze Farbe bekommen. Ich bin nur gespannt, wie er nachher die Knoblauchzehe rausfinden will zwischen den vielen kleinen Pilzstückchen. Das ist die Glückszehe für dich. Das ist die Glückszehe, genau. Ja, und wie gesagt, parallel dazu kocht unser Weißweinsüppchen hier vor sich hin. Es reduziert ein mit der eingebrachten Sahne und ist hier schön am Kochen. Passieren, das heißt, wir nehmen die Gewürze und die Zwiebeln jetzt raus, gerade durch Sieb und wieder in den Topf. So ganz klassisch kommt da jetzt natürlich noch ein bisschen kalte Butter zum Abbinden dazu. Muss man nicht. Und sie schäumt vor allem schöner, wenn keine Butter drin ist. Mhm. Das heißt, wir bringen jetzt die Menge noch mal ungefähr auf die Hälfte? Ich tue mir jetzt zur Seite stellen. Okay. Und nachher wird es dann noch mal ein bisschen aufgeschäumt. Und vorher abgewürzt mit Salz und Pfeffer. So, die Champignons und die Austernpilze haben jetzt schon ein bisschen vorgegart. Jetzt geben wir noch ein paar Zwiebeln dazu. Wenn ich die am Anfang dazugebe, dann verbrennen die mir meistens. Aha. Und das ist nicht so schön. Von daher ist es schöner, wenn ich die ein bisschen später dazugebe und dann mitgare.
Und zum Schluss tun wir noch ein paar Schlotten, habe ich ein bisschen schräg geschnitten, dazu wegen der Farbe und vom Geschmack her auch noch ganz toll. Das ist ja auch wirklich so eine Gewohnheit. Ich denke, euch geht es bestimmt auch so. Viele geben erst die Zwiebeln rein, lassen die schön glasig werden, manchmal auch schon ein bisschen anbräunen und bringen dann die Pilze rein, die aber dann auch wiederum eine ganze Weile brauchen. Und dann am Ende, dann ärgert man sich manchmal, weil die Zwiebel zu braun ist und dann gibt es so ein bitteres Aroma, nichts. Das genau. Ist ein toller Tipp. Anwendbar auch auf, denke ich, viele andere Gerichte, die man in der Pfanne brät, mit Zwiebeln zusammen, mit geschnittenem Gemüse. Gell? Also die Pilze brauchen einfach viel Hitze und daher ist das Aroma einfach sinnvoller. So, und dann kommen wir zum Einpacken von unserem Zander. Den würzen wir ein bisschen an mit Pfeffer, weißem Pfeffer und Salz. Unsere Kartoffeln haben wir gesalzen und ein bisschen Muskat dran. Man kann auch noch ein bisschen Pfeffer dran machen. Und man sieht richtig, wie weich die geworden sind. Also die haben Flüssigkeit verloren. Und bei den Spaghetti ist halt schön, dass ich lange Fäden habe. Und dann kann ich mir das Filet nehmen und packe das schön dünn ein. Kohlenhydrate haben wir ja meistens genug zu essen, von daher braucht man da jetzt nicht so viel. Aber wir wollen halt den Knusper außenrum haben. Das heißt, ich habe der weiche Fisch wird außen durch die Kartoffel schön knusprig. Ich habe mir hier so ein Küchenpapier gerichtet, wo wir den jetzt einwickeln, damit wir die überflüssige Feuchtigkeit von den Kartoffeln wegnehmen, damit sich es nachher besser dreht. Nochmal schwenken. Jetzt nochmal zur Produktion dieser wunderbaren Kartoffelspaghetti. Wenn ich daheim jetzt nicht diese Maschine habe, ich hatte es ja vorhin schon mal gefragt, was empfiehlst du oder wie bekommt man das so hin oder muss man es genau so hinbekommen oder sagst du, alternativ könnte man auch die Kartoffel so und so bearbeiten, dass man auch einen Mantel erreicht für den Fisch? Genau, also man braucht so eine Maschine nicht. Natürlich sieht es jetzt hier toll schöner aus. Gewickelt ja. Aus, aber ich zeige jetzt gleich auch mal, wie das ist, wenn ich mehr nur kürzere Fäden habe. Das sind jetzt hier zum Beispiel kürzere Fäden. Die verteile ich mir hier ganz dünn auf dem Küchenpapier, so dass ich eine Art dünnen Rösti habe und nehme dann meinen Fisch und schlag den im Endeffekt damit ein. Ich erreiche damit im Grunde den gleichen Effekt. Ja. Aber wichtig ist, dass ich einen dünnen Kartoffelmantel habe und wenn ich nachher die Flüssigkeit draußen habe, dann bleibt die Kartoffel auch gut am Fisch. Das werden wir dann sehen, wenn wir dann nachher die Päckchen auspacken zum Braten. Wie lange bleiben die jetzt ungefähr drin? Ich sag mal 10 Minuten, 5 ja. Minuten. So, liebe Freunde, die Pilze sind bereit. Das Süppchen hat gekocht, ist fast verzehrfertig, ist schon leicht aufgeschäumt. Und jetzt kommen wir ja, zum einen der Haupttätigkeiten bei diesem Rezept. Gregor hat ja vorhin den Fisch eingepackt in unsere leckeren Kartoffelspaghetti. Die Feuchtigkeit ist jetzt größtenteils raus und jetzt kommen die ins heiße Öl. Genau. Wieder auch wie bei den Pilzen, neutrales Öl, schön heiß, wichtig. Und dann geben wir noch einen Stich Butter dazu. Für den Geschmack. Gewürzt hatten wir den Fisch vorher mit Salz und Pfeffer. Ich nehme gern die weiße Pfeffermischung vom Ingo Holland. Und das Tolle ist bei dem Gericht, wenn die Kartoffel schön goldbraun ist, dann ist der Fisch fertig. Das ist der
die Temperatur. Das heißt, die Butter geben wir zum Schluss rein für den endgültigen Geschmack, aber auch ein bisschen für die Farbe, oder? Genau. Und für die Gesundheit. Ja, das ist da auch ganz wichtig. Ja. Ne? Ja. So, Butter dazu. Und Rosmarin. Rosmarinzweig. Das ist ja auch optisch schon ein Highlight, wenn man das so sieht. Und da mag man gar nicht. Ja, toll, das ist oder? Sensationell. Und man kann das auch so super vorbereiten, die Päckchen, und dann brauchst du das nur kurz anbraten. Die Pilze kann ich mir warm stellen, die Soße kann ich mir warm stellen, also kein großer Eck, dann im Finish nachher ein tolles Gericht. Apropos warm stellen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Pilze. Was empfiehlst du? Mein Herz heizt sich hoch, auf wie viel Grad? Beim Braten richtig ja, Power. Vollbar, ja. Jetzt haben wir die bei 3, 4. Und dann wärmen die gerade. Aber ich könnte sie mir auch in den Ofen stellen, bei 80 Grad vielleicht. Ja, so 70 Grad ist top. Ich habe eine Wärmeschublade zu Hause und da stelle ich die in ein Porzellangefäß ein. Er hat eine Wärmeschublade daheim. Ist, das, ist klar. Mit den Tellern schon mal gut vorbereitet. Eine Wärmeschublade. Mm. Oh, sieht das gut aus. So, die Soße schauen wir gerade mal ein bisschen auf mit dem Zauberstab. Habe ich jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu abgewürzt. Das heißt, wir kommen jetzt quasi zum großen Finale unseres Gerichtes von heute. In die Pilze geben wir noch ein bisschen Lauch, Frühlingslauch und dann geht's schon los. Kommen die Pilze auf den Teller ohne Knoblauchzehe. Da haben wir den Knoblauch. Genau. Ja, ich glaube, viele von unseren Zuschauern heute, die erinnern sich schon mal oder meinen, von diesem Rezept gehört zu haben. Es gehörte zu einem der ersten Rezepte, die wir hier vor 11 Jahren ungefähr in der Kochakademie zuallererst gekocht haben. Gregor hat damals die Anleitung hier geführt und wir haben eine riesige Resonanz bekommen und wissen, dass dieses Rezept unzählige Male bis jetzt nachgekocht worden ist. Und genau das legen wir euch nahe heute mit diesem Rezept. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nachkocht und uns Feedback gebt. Doch jetzt schauen wir nochmal hier auf das Anrichten der Teller. Jetzt kommt nämlich die leckere aufgeschäumte Weißweinsoße dazu. So, und dann legen wir auch noch einen Thymianzweig oder einen Rosmarinzweig dazu. Für die Garnitur und eine der frischen Gartenkräuter. Ist es fertig. Ja, Gregor, wir haben es mal wieder geschafft. Ich denke, ein ganz wunderbares Rezept, auch heute wieder hier in der Kochakademie gekocht. Wir sagen guten Appetit, viel das Spaß. Genau, viel Spaß beim Nachkochen. Feedback ist erwünscht. Und ja, falls ihr Interesse habt, ihr könnt das Rezept anfordern unter info@kochakademie.info. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Verraten noch nicht, was es geben wird, aber ihr könnt sicher sein, es wird wieder mega lecker sein und kreativ. Wir lassen uns was Gutes einfallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.